Ja. Was ist der Unterschied zwischen dem Widmarf und dem Weißen Nichts? Und dein Kult, die Boten, was ist mit ihnen? They have done as Kith always do. They have claimed for themselves a place that is not their own. They are no concern of mine. Sie haben getan, was Gestandene immer tun. Sie haben einen Ort beansprucht, der ihnen nicht gehört. Sie gehen mich nichts an. Ja, was ist der Unterschied zwischen dem Widmarf und dem Weißen Nichts? The Wheatmouth is the gaping maw of entropy. The white void is the hunger that gnaws at the guts of Aeora and cannot be sated. Der Wildmorph ist der klaffende Schlund der Entropie. Das weiße Nichts ist der Hunger, der an den Gedärmen von Eora nagt und nie gestillt werden kann. Was ist der Unterschied? Ja, deine Bresche wird das Todesfeuer einfrieren lassen, wenn du sie nicht verschließt. That is unfortunate for you. Das ist Pech für dich. Das ist dir egal? I do not. So ist es. However, there is something you may do for me. Aber du kannst jetzt was für mich Like tun. a maggot, the dragon Nereskirlas has burrowed beneath the skin of my realm. Die Drachin Nereskilas hat sich wie eine Made unter die Haut meines Reiches gegraben. Destroy her. Vernichte sie. Warum willst du, dass ich die Drache. Warum willst du, dass die Drachin stirbt? She is already dead. She refuses to acknowledge it. Sie ist bereits tot. Sie weigert sich nur, das She anzuerkennen. has made herself immune to destruction by my hand, and in so doing, she mocks the very essence of my realm. Neresilas hat sich gegen die Vernichtung durch meine Hand immun gemacht und verspottet damit die Essenz meines Reiches. Warum glaubst du, dass ich etwas schaffe, an dem du gescheitert bist? The relic she bound her soul to has proven impervious to my influence. Das Relikt, hat, an das Neresilas ihre Seele gebunden hat, widersteht meinem Einfluss. Verstehe. Destroy her. Vernichte sie. Ja, was ist für mich drin? A temporary reprieve from my inevitable victory. Eine kurze Gnadenfrist vor meinem unvermeidlichen Sieg. Ich weiß, dass du der geheimnisvolle Gott der Kälte bist und so, aber ich brauche schon ein bisschen mehr. Eradicate the dragon, and the Wheatmouth will close, sparing your precious realm the insatiable cold of the white void. Vernichte die Drachin, dann schließt sich der Widmarf und dein kostbares Reich wird vor der unersättlichen Kette des Weißen Nichts bewahrt. Na gut, ich mache es. Good. Gut. I would rather watch you fail than bar your entry. Ich sehe lieber zu, wie du versagst, als dir den Eintritt zu But verwehren. you lack the means to enter the Wheatmouth and survive the journey. You must seek the Eye of Rimmergand, a relic that once belonged to my vassal, Rhenhider. It is a cold, blue stone, and it lies somewhere within this temple. Aber du hast nicht die Mittel, um den Widmarf zu betreten und die Reise zu überleben. Du musst das Auge von Rümergrand finden. Dieses Relikt gehörte einst meiner Vasallen Rhynhedir. Es ist ein kalter blauer Stein, der irgendwo in diesem Tempel liegt. Rümergrand, das Relikt zeigen. Du meinst das hier? Indeed. In der Tat. Approach the Wheatmouth with the relic in hand. It will grant your soul safe passage into the shattered realms. Nähere dich dem Wildmann mit dem Relikt in der Hand. Es wird deine Seele sicheren Durchgang in die zerbrochenen Reiche gewähren. The White Void's only purpose is to destroy souls, and it is adept at doing so. Der einzige Zweck des Weißen Nichts ist es, Seelen zu zerstören, und darin ist es sehr gut. I will not stop my servants there from their work. They will treat you no differently than any wayward soul. Wie nett. Ich werde meine Diener doch nicht von ihrer Arbeit abhalten. Sie werden dich nicht anders behandeln als die anderen verirrten Seelen. Should you fall to their predations, not even Bereth will be able to save you. Solltest du ihn zum Opfer fallen, kann ich einmal Beraf dich retten. Rimmergand pauses, his dark cluster of eyes watching you intently. Rimmergand hält inne, sein dunkler Haufen von Augen beobachtet dich intensiv. One final thing. Watcher, eine letzte Sache, you Wächter. must destroy that dragon. Du musst die Drachin vernichten. When his words fall silent, and only the shriek of the wind through the breach remains, the light flares again, then quickly dies. Als seine Worte you open verstummen, your eyes,
and find the beast gone. Als seine Worte verstummen und nur noch das Heulen des Windes durch die Bresche zu hören ist, flackert das Licht erneut auf und verlischt dann schnell. Du öffnest deine Augen und die Bestie ist weg. Ja. Ich kommunizierte mit Rimkant und der schreckliche Gott bestätigte, dass der Widmauf die Quelle für das sich ausbreitende Eis ist. Er warnte mich allerdings, dass das Portal mich vernichten würde, wenn ich versuche, es ohne ein Relikt, das als sein Auge bekannt ist, zu betreten. Das Auge wurde von der ersten Wächterin dieses Ortes verwahrt, aber sie verschwand vor Jahren, als der Drache angriff. Wenn ich irgendwelche Hoffnung habe, den Widmauf zu verschließen, dann muss ich als erstes Rimkants Auge /B Klammer finden. Da ist eine Formatierung mal wieder schief gelaufen. Ich fand Rimkants Auge im Besitz eines eisigen Impes und konnte es bergen. Mit diesem Relikt kann ich den Widmauf benutzen, um ins Jenseits zu gehen. What can I do? The blinding light of the breach pulses in time with the heartbeat of Aeora. Your soul pulses in response. Das blendende Licht aus der Bresche pulsiert im Takt mit dem Herzschlag von Aeora. Deine Seele pulsiert mit. Die Bresche betreten. Ja, unsere Körper scheinen zurückzubleiben. Bleiben dann auch unsere Wunden zurück. Das wäre nicht schlecht. Hey, man sieht sogar, fällt mir gerade so auf, hier den Widmauf im Loading Screen. Direkt hinterm Drachen. Ja. Dem sicheren Tod folgen habe ich jetzt gekriegt. Was ist das für ein Erfolg? Müsste ziemlich weit unten sein. Ja, genau. Ja, genau. Dem sicheren Tod folgen. Tritt in das Jenseits ein. Ja, und die da gehören wohl zu den anderen beiden DLCs, also ne, Seelenbinder nicht. Verdiene dir den Titel des Herausforderers im Schmelztiegel, klingt nach einem. Und die beiden klingen auch nach, also die verschleierten Hallen klingen auch nach DLC-Gebiet, weil wir beides noch nicht gefunden haben. Maximale negative Reputation in Abenteurer schaffen. Eine meuternde Mannschaft hatten wir zum Glück noch nicht. Ja, die Questreihen jeweils abschließen. Bomben und Zaubertränke und Schriftrollen, das ist recht leicht erledigt. Sollte es jedenfalls recht leicht erledigt sein. Gucken wir mal, Sprengstoffe. Implosionsladungen zum Beispiel, könnten wir 5 Stück basteln. Instabile Seelenessenz, Betäubungsbombe, Hitzebombe, Aschebombe. Ja, das hat wohl leider nicht ganz gezählt. Ich glaube, ich muss es wirklich 5-mal machen. Oder so. Ja, Sprengstoffe hätten wir schon mal. Tränke. Wie wär's mit Offensivtränken? Da, körperliche Stärke zum Beispiel. Ah, hat auch nicht gezählt. Ich glaube, ich muss es wirklich 5-mal einzeln machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Aber Schriftrollen könnte ich mal schnell herstellen. Zum Beispiel eine der starken Heilung, eine der kleinen Heilung und schon habe ich es gekriegt.
Hatte ich schon mal zwischendurch eine hergestellt, hä? Ja. Wobei, Edwin, kriegst die. Hm? I'd be glad to. Hm, hier sieht's interessant aus. I'm here. Yes? Aber ja, wir haben unsere Wunden noch. Look. Ein Seelensammler. Gegen so einen haben wir ja schon mal gekämpft, nur wahrscheinlich ist der hier ein höheres Level. Ja, Fenrir ist ein bisschen angeschlagen. Fenrir ist down. Ja, würde ich mich etwas mehr anstrengen, wird es wahrscheinlich leichter gehen, den da zu verhauen. Ja, ungefähr so. What do you need? Hey, of course. Interessant, instabile Seelenessenz und so. Followed me into the abyss? Have you so little respect for the scant years your fragile form affords you? Oh, es spricht. Du bist mir den Abgrund gefolgt. Hast du sie wie ich übrig für die wenigen Jahre leben, die deine zerbrechliche Gestalt dir schenkt? Der Dank nur durch Zähne wie Schwerter, aber die Bedeutung der Worte halt in deinem Kopf wieder. I know not why the short-sightedness of Kith continues to surprise me. Ich weiß nicht, warum mich die Kurzsichtigkeit der Gestandenen immer noch überrascht. Leave while the option remains, lest you be bound here as I am. Geh, solange du noch kannst, sonst wirst du hier ebenso gefesselt wie ich. Was bist du? Circumstance does not afford me time to address ridiculous queries. Die Umstände lassen mir keine Zeit, lächerliche Fragen zu beantworten. Du bist nicht gefangen, du hast gerade Botenwacht angegriffen. A simple understanding of a complex situation. So missversteht ein beschränkter Geist eine komplexe Situation. Dann hilf mir zu verstehen. No, nein. I bear responsibility for neither your enlightenment nor your sophistication. Ich bin weder für deine Beschränktheit noch für deine Erleuchtung verantwortlich. Die große Hexe dreht ihren Kopf nach rechts und richtet ein grünes Auge auf dich. Sie schnaubt und ihre Nüstern weiten sich. Descend into the void or do not. I care neither way. Steig in das Nichts hinab oder auch nicht, mir ist das vollkommen egal. Aber wisse, dass in seinen Tiefen alle Dinge ihr Ende finden. In der Stille, die den Niedergang der Drachen folgt, zwickt etwas am Haar deiner Arme. Ein kurzen Augenblick später wird dir klar, dass es sich dabei um deine Seele handelt, ein schwäches Echo aus Essenz, das über deine Wächtersinne rauscht. Die zerbrochenen Stücke des gepanzerten Geistes, den du im Kampf gegen Nisiras hast sprechen sehen, greifen nach dir, verlangen nach dir. Wandernde Seele, ja. Ach ja, neue Quest übrigens. Abgeschlossene Aufsteigen. Ein verehrter Gast hatten wir abgeschlossen. Ja. Ich schritt durch den Widmarf und betrat das Jenseits. Jetzt muss ich jetzt nach dem Drachen suchen, der verhindert, dass das Portal versiegelt wird.
Ich habe das bitterkalte Reich von Rimmelgant betreten. Nur wenn ich die Drachin Neriskirals erlege, kann ich mir Hoffnung machen, den Wipmaf zu verschließen. Ich sah wie ein Geist Neresilas Angriff. Die Drachin Neresin in Stücke. Wenn ich die Teile des Geistes finde, kann ich sie vielleicht wieder zusammensetzen und mehr über die Drachin erfahren. Ich habe das Jenseits erreicht, muss aber noch die Drachin Neresilas finden. Ich muss tief in Rimmelgants kaltes Gebiet eindringen, wenn ich sie finden will.